Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir sind Sans Sans. Wir freuen uns sehr, hier heute spielen zu dürfen. Danke, dass ihr da wart. Danke, falls die eine oder andere Person auch zuschaut über den Stream oder auf Radio X. Das war Who We Are. Wir spielen jetzt die erste Single von unserer EP, die dieses Jahr rausgekommen ist. Somehow heißt der. Vielen Dank. Ich spiele jetzt noch einen letzten Song zu viert und dann kommt meine fantastische Schwester Julie Kuhl auf die Bühne. Wir würden gerne einen neuen Song spielen, den wir zweimal, glaube ich, jetzt live gespielt haben. Das erste Mal bei Fridays for Future in Göttingen vor so zwei Monaten oder so. Und das ist auch ein relativ hoffnungsvoller Song, was relativ ungewöhnlich für uns ist, weil wir haben eigentlich auch sehr viele ruhige, melancholische Songs in unserem Set. Und das sind so die drei, die so
ein bisschen hoffnungsvoll sind. Genau, aber wir dachten, das passt ganz gut, jetzt hier für euch heute so drei hoffnungsvolle Nummern zu spielen. Es ist ein politischer Song und es gibt einen Mitsing-Part, das werdet ihr dann merken. Es wäre ganz schön, wenn ihr da mitmachen würdet. Der heißt Change und der geht so. Der Text ist ganz einfach. Es ist nur, I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. Und zwar ungefähr so. I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. I can feel it, we're making a change. I can feel it, I can feel it. Yes, alle! I can feel it, we're making a change. I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. I can feel it louder, I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. We're making a change, I can feel it. I can, I'm alone, I can feel it. Vielen Dank. Habt ihr Lust auf Juli? Cool!
Okay. Ich bin Juli und den nächsten Song, den wir jetzt spielen werden, heißt Bumblebees. Und den habe ich für eine sehr wichtige Person geschrieben. Und ihr ging es nämlich letztes Jahr nicht so gut und ich wollte ein bisschen mit diesem Song signalisieren, dass zum einen okay ist, die Traurigkeit irgendwie zuzulassen und zum anderen, dass es auch, wenn es vielleicht nicht so wirkt, Hoffnung gibt. Und die Person ist heute hier und ich bin unfassbar stolz auf sie. Und ich glaube, es geht wieder relativ vielen Menschen im Moment nicht so gut. Und vielleicht wird dieser Song euch ein ganz kleines bisschen Hoffnung spenden. Viel Spaß mit Bumblebees. Okay. Dankeschön. So. Den nächsten Song, den wir spielen werden, heißt Hades. Und der ist auf so einer bisschen elektronischen Version auf meinem Album. Das heißt Flowers and Candles, könnt ihr gerne mal reinhören. Und wir haben schon verschiedene Versionen davon gespielt und wir haben auch so eine akustische Version auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und die Version, die wir jetzt spielen, die ist auch noch, die gab es vorher noch nicht so. Und oh Gott. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. And I'm still waiting for the day Hades takes my breath away. And I still love you in a weird way. Who am I? Who are you? Should I
Dankeschön. So, für einen Song verlassen mich jetzt ganz kurz die Sassans, aber vielleicht kommen sie ja nochmal wieder. Genau, muss erstmal hier alles wieder richtig einstellen. So, den nächsten Song, den ich spielen werde, der ist noch unveröffentlicht, der ist noch ganz neu. Dauert wahrscheinlich auch noch ein Weilchen, bis der veröffentlicht sein wird. Aber ihr könnt ihn heute schon mal hören. The sun shines too bright.
haven't slept all night. My visions are blurred. I can't see the way home, but follow me. I don't wanna be lost alone. Habt ihr noch mal Lust, dass die Sansans wiederkommt? Na gut. Okay, wir kommen jetzt zu unserem letzten Song, den wir spielen werden. Und der Song heißt Striped Shirts. Ich sehe schon, ihr freut euch drauf. Der Song ist noch unveröffentlicht. Aber er wird irgendwann demnächst rauskommen. Wir waren schon im Studio, haben den schon aufgenommen. Ganz eventuell kommt ja auch noch ein Musikvideo. Ist alles noch in der Planung. Aber kommt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass wir heute spielen durften. Es hat uns super gefreut. Ja. Keine Worte für. ja, seid ihr ready? Yes. Viel Spaß. Child, I hate you.
Danke. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Also, wir auch. Ja? Ja. Also, weil ich habe euch ja, ich habe das Vergnügen gehabt, euch ein paar Mal zu sehen. Einmal bei diesem großen Auftritt Fridays for Future vor der Alten Oper. Das war Hammer, oder? Ja. Ja, das war sehr, sehr also, schön. War vor allen Dingen, weil ihr habt es ja geschafft, dass es plötzlich ganz intim wurde, weil ihr habt euch dann auf den Boden des Bühnenwagens gesetzt und für die Leute da performt. Wie fühlst du dich, Lasse, wenn du so viel von dir zeigst? Also man kriegt dann ja, ist ja fast schon richtig, als ob man dann irgendwie so, ja, als ob du die Leute mit in dich hineinnimmst. Ist das, passiert das einfach oder ist das Attitüde? Ist schon schön eigentlich. Also ich schreibe die Songs ja meistens nicht so mit dem Gedanken, dass ich das jetzt vor ganz vielen Leuten spielen werde, sondern einfach so das, was irgendwie aus mir rauskommen muss, das kommt halt dann raus und dann ist es sehr schön, das mit anderen Leuten zu teilen und dann zu merken, dass es andere Leute auch in eine bestimmte Stimmung versetzt, egal ob es jetzt was Euphorisches ist, dass man tanzen will oder ob plötzlich alle melancholisch und still werden. Ja, aber es macht schon echt Spaß. Dann habe ich irgendwann das erste Mal, dass ich dich gesehen habe mit Lasse zusammen, war mit einem wunderschönes Video, was ihr zusammen am Klavier aufgenommen habt. Da habe ich dich das erste Mal und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn, wie das zusammenpasst. Ich meine, ihr seid Geschwister und ihr seid eigentlich, ich weiß nicht, wie Zwillinge, aber ihr seid keine Zwillinge. Ja, ja, so ein bisschen, gell? Ja. Also ihr seid total schon, seit frühester Kindheit habe ich irgendwie gehört, macht ihr zusammen Musik auch? Ja. Also, und du hast dich dann weiterentwickelt, also auch ihr habt euch dann ein bisschen auseinanderentwickelt, du machst dein eigenes Ding, du hast irgendwie in England warst du oder was? Oder hast da studiert Musik oder wie, oder bringe ich da was durcheinander? Ja, also fürs Studieren bin ich noch ein bisschen zu jung. Ich bin dort zur Schule gegangen, aber ich musste es abbrechen nach 3 Monaten wegen Corona. Und ich glaube, das, was du jetzt meinst, ist halt eher, dass ich bei so einem Wettbewerb mitgemacht habe, genau. Bei Song Academy, zwar auch in England, genau, das ist so eine Musikschule und es war aber so ein internationaler Wettbewerb und da habe ich halt mitgemacht und da war ich bei den Top 10. Genau. Genau, ja. Man hält große Stücke auf dich. Und wie ist es, wenn du mit deinem Bruder zusammen, also mit Sanz Sanz, zusammen Musik machst? Wie ist das für dich? Ist das okay? Ist das? Das ist sehr okay, ja. Also das ist wirklich total toll. Und also weil ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, so mit anderen Leuten Musik zu machen, weil das irgendwie auch so was Intimes irgendwie so ist. Aber mit den Sanz Sanz ist halt einfach super, wirklich. Das ist so schön, dass man da irgendwie so Leute hat und auch gerade eben für Auftritte, dass ich dann nicht immer so alleine auf der Bühne stehe, weil meine Songs sind schon oft eher reduzierter, aber so, wenn man dann mal so eine mit einer Band spielen will, vor Publikum, was dann ja auch nochmal so eine andere Stimmung hat, ist es halt super, dass ich die Sanz Sanz habe. Weil du hast ein eigenes Programm und bist auch mit E-Gitarre und Klavier auf der Bühne, ja. Und machst deine eigenen Shows, spielst du viel, bist du viel alleine unterwegs oder beginnt das alles gerade erst? Ja, doch auch schon. Aber also was halt auch schön ist, wenn ich mit den Sanz Sanz zusammenspiele, ist halt auch, dass es mir so ein bisschen Sicherheit gibt, so, weil ich dann halt einfach so nicht so ganz alleine auf der Bühne bin. Ja, natürlich, verstehe. Aber es ist auch total schön, alleine auf der Bühne zu stehen, so gerade wenn es eher so ruhigere Songs sind, irgendwie so, weil es dann irgendwie so noch näher irgendwie so ist zu der Musik und zu den Gefühlen so. Aber ja. Weil das Thema Julie Kuhl kam bei uns in der Redaktion, weil die Dada, eine Kollegin von mir, totaler Fan ist von dir und sagt, ihr müsst unbedingt dabei sein bei der Virus Radio Nacht. Und da, ich hatte euch dich aber eher bei Sanz Sanz gesehen, deswegen wusste ich gar nicht, bist du jetzt mit eigenem Programm unterwegs und deswegen habe ich einfach den Lasse angerufen. Ich hoffe, dass das okay war. Das ist okay, das ist kein Problem. Und macht ihr jetzt ein spezielles Ding heute Abend oder wie ist die Programmzusammenstellung? Also wir machen das, soll ich das erzählen? Wir machen das so, dass die Sanz Sanz erstmal 3 Songs alleine spielen und dann komme ich auf die Bühne und dann spielen wir 2 Songs von mir, die auch auf meinem Album drauf sind. Und dann spiele ich noch 1 Song ganz alleine. Und zum Schluss spielen wir noch einen Song, den wir zusammengeschrieben haben. Also genau, ja. Also das heißt, das hatte ich vergessen, du hast ein aktuelles Album. Ja. Und ihr sowieso, und das ist schon ausverkauft. Also eine EP haben wir gemacht dieses Jahr, die ist im Mai rausgekommen und die haben wir auf Vinyl pressen lassen und die ist tatsächlich schon ausverkauft. Ja, wir hätten gerne welche mitgebracht heute, aber... Aber man kann sowohl bei dir auf der Seite wie bei euch auf der Seite bestellen, wenn einem das Konzert heute Abend gefällt. Ja. Ein Riesenapplaus für Julie Kuhl und Sanz Sanz, dass sie heute Abend bei uns sind. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt hätte ich gerne Gwen.
Gwen, 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 Gwen. Ihr kannst zu zweit kommen, wie du willst.